Willkommen bei Jagd Total. Heute das Namibia-Spezial. Wir jagen in den nördlichen Dünen der Kalahari auf Springböcke und Gnu. Außerdem Schießtraining und Jagen auf Ojenga. Interview mit Namibia-Praktikanten The German Fritz und Weidmannsheile auf Oryx und einen Eland, der größten Antilope der Welt. Aber zuerst Springbockjagd. Wir sind in Namibia und wir starten unsere Jagdreise im Jagdcamp von Arno Schnabel im Norden der Kalahari. Wie immer beginnen wir mit dem Kontrollschießen der Waffen. Drei Testwaffen von Browning begleiten uns dieses Mal. Berufsjäger und Long-Range-Experte Bunsi montiert vorab ein Zielfernrohr auf die Hunter im Kaliber 308. Wir benötigen genau drei Kugeln und schon ist die Büchse optimal eingeschossen. 2 bis 13 Meter hoch links. Okay, also schon beim ersten Schuss. Für den ersten Schuss ist das schon ziemlich dicht. Gesehen wird der Welt schon Treffer. Genau. Der Jagdgast Stefan konnte parallel zum Einschießen bereits am Abend einen Springbock erlegen. Und so beginnt der nächste Morgen mit der ersten Pirsch besonders verheißungsvoll. Nach etwa 2 Stunden können wir Springböcke ausmachen und so versuchen wir unser Glück. Die gemessene Entfernung beträgt 285 Meter. Und so korrigiere ich den Schuss entsprechend nach oben. Der kräftige Seitenwind wird mir allerdings zum Verhängnis. Denn er trägt die Kugel um satte 30 cm nach rechts. Und so findet mein erster Schuss nur den trockenen Boden. Wir pirschen weiter und finden weitere Springböcke. Bunsi ist es gewohnt, auf weite Distanzen zu schießen. Und so fliegt seine Kugel über eine Entfernung von 350 Metern. Auf dem Weg zum Springbock bietet sich eine Gelegenheit auf einen weiteren reifen Bock. Bunsi kann einen sauberen Trägerschuss ansetzen und der Bock liegt im Knall. Der zuerst beschossene Springbock benötigt noch einen Fangschuss, den der Berufsjäger auf 80 Meter sicher antragen kann. Die Freude bei Vater und Sohn ist groß. Und neben dem gemeinsamen Erlebnis ist für erstklassiges Antilopenfleisch gesorgt. Ein besonderes Phänomen ist, dass sich kurz nach dem Tod bei einem Springbock die Blume für ein paar Minuten öffnet. Es wird eine Duftdrüse frei, die den Duft von Honig verströmt. Der Geruch ist unglaublich lieblich und erinnert an ein Parfüm. Ganz rein, Nase rein. Zwei Springböcke kommen zur Strecke und ich lerne die für mich neue afrikanische Aufhängmethode kennen. Nach der morgendlichen Jagd geht es zurück ins Camp zum Jägerfrühstück. Am Nachmittag geht es wieder auf die Jagd in dieser besonderen Dünenlandschaft. Schnell packt mich das Jagdfieber, aber immer wieder sind die Springböcke wachsam und wir sind stundenlang auf der Pirsch.
Sonne, Sand, Wind und große Entfernungen verlangen einem deutschen Jäger wie mir eine Menge ab. Und so komme ich ab und an schnell an meine Grenzen. Springböcke auf 300 Meter sind für mich unter diesen Bedingungen kein Kinderspiel. Zu meinem Glück kommt plötzlich ein passender Bock in einer Entfernung von etwa 180 Metern und so zögere ich nicht mehr und schieße. Sichtbar erleichtert freue ich mich sehr über einen etwas hohen, aber sauberen Schuss und bin natürlich gespannt auf meinen Springbock. Ich bin völlig begeistert und überwältigt. Mit dem Spezialgefährt von Arno geht es direkt ins Camp, wo der Springbock versorgt wird. Aber die Jagd geht weiter und Arno fährt uns in ein weiteres Gebiet seines riesigen Jagdreviers. Namibia ist für seinen Wildreichtum bekannt. Aber bei Arno findet ein Jäger sein Traumgebiet für die Springbockjagd. Aber diese Wildart ist sehr aufmerksam und alles andere als leicht zu bejagen. Und so komme ich heute nicht mehr zu Schuss. Allerdings bietet sich eine Gelegenheit für einen anderen Jäger, auf ein Gnu zu jagen. Das Gnu quittiert die tiefe Kugel deutlich. Da wir wegen der Dünen nicht sehen können, ob das Stück liegt, beginnen wir mit der Nachsuche vom Anschuss aus. Die Sonne steht bereits tief und wir müssen uns beeilen, denn die Dunkelheit kommt nach Sonnenuntergang sehr plötzlich. Eine deutliche Schweißspur zeigt uns den Fluchtweg. Da das Gnu aber nach 300 Metern nicht liegt, holen wir das Auto, während Bunsi weiter nachsucht. Innerhalb von Minuten wird es dunkel und wir bekommen ein Signal, Gnu liegt. Und so geht ein weiterer atemberaubender Jagdtag in der einzigartigen Dünenlandschaft erfolgreich zu Ende. Weidmannsheil, Arno vom Friesenland.
Und jetzt jagen auf Otschenga. Wir sind wieder auf Otschenga, circa 250 Kilometer nördlich von Windhoek, auf der Jagdfarm von Hansi Erpf. Und auch hier gehen wir als erstes wieder auf die Schießbahn und trainieren weiter an unseren Schießfertigkeiten. Hansi erklärt dem Namibia-Praktikanten Fritz die Zusammenhänge von Treffpunktlagen bei größeren Entfernungen. Natürlich wird auch reichlich geschossen. So Fritz, erzähl, geil. Wie absolut ist geil. Es? Geil, hätte ich nicht gedacht. Erstmal weit schießen. Macht auf jeden Fall Sicherheit für Deutschland, würde ich sagen. Warum? Ja, weil man sonst immer nur so sagt, ja gut, 150 kann ich den Bock gerade noch schießen. Und jetzt so easy, geil, richtig ja. Gut. Und so präzise? Ja, richtig, richtig präzise. Hast du ja offensichtlich ein paar Mal getroffen. Ich meine, das ist auf jeden Fall ein Bierdeckel, den man dreimal auf 225 Meter... Das war kein Bierdeckel, das ist glaube ich ein bisschen weniger, oder? Ja, ist viel weniger. Bisschen wie viel? Weniger, aber weniger. Drei Schuss auf welche Fläche? Lass mal klauen, ey. Also du meinst den Kronenkorken? Ja, ja, ich meine... Heiermann kennt er ja nicht mehr. Heiermann kennt er nicht mehr, oder? Kennst geil. Du einen Heiermann? Nee. Also auf ein 5-Mark-Stück wären die drei Schüsse drauf, auf 200 Meter. Nee, auf 225 sogar, ne? Macht schon Laune, ne? Macht so Laune. Das war geil. Ja. Richtig gut. Mit den Testwaffen wird weiter auf größere Distanzen geschossen. Siehst du? Im Uhrzeiger. Okay. Okay. Der Abend wird mit einem kühlen Drink und reichlich Antilopensteaks beendet. Passe mich immer den Gegebenheiten an. Ist das dann Abendfernsehen bei dir? 2 Stunden Steaks. Am nächsten Morgen stehen wir vor Sonnenaufgang bereit für die Jagd. So, jetzt geht's wieder los. Ein herrlicher Jagdtag steht uns bevor und die Fahrt ins Herz des Reviers. Heute stellen wir Bergzebras, Kudus, Wasserböcken und Oryx nach. Eine Oryx-Kuh mit ihrem Kalb kreuzt unseren Weg. Wir finden reichlich frische Fährten. Und auch der Leopard war vor wenigen Stunden unterwegs. Am Berg angekommen, stoßen wir auf eine Herde Bergzebras. Keine Chance, jedoch an diese heranzukommen. Nach einer 3-Stunden-Pirsch lassen wir uns auf einem Hügel nieder und beobachten einige Wasserböcke und Oryx-Antilopen in der Ferne.
wie sie aber langsam in unsere Richtung wechseln. Nachdem wir viel Zeit zum Ansprechen haben, ist die Entscheidung für einen reifen Bullen gefallen. Und so schieße ich in einer Traumkulisse auf ca. 160 Meter auf den Gemsbock. Ja. Ein guter Treffer reißt den Bullen nach wenigen Metern Flucht auf den Boden. Sauber. Weidmannsheil. Und die Freude und Erleichterung über den sauberen Schuss teilen wir gemeinsam. Ein Jagderlebnis der ganz besonderen Art. Ich erlebe hier immer wieder das Gefühl von vorher nicht gekannter Freiheit. Wir genießen einfach noch etwas unsere Zeit. Der Weg zum erlegten Wild ist ebenso immer wieder ein spannender Moment. Den afrikanischen Erlegerbruch nehme ich gerne an. Das ist ein trockenes Land hier. Ja. Deshalb kriegst du jetzt so einen richtigen. Boah, das ist ein Zeug. Weidmannsheil, ey. Weidmannsdank. Astrein. Super, wirklich super. Astreine Jagd, oben vom Berg. Top. Hallo Jäger! So, das ist das zweite Mal, dass ich in Namibia bin. Heute nach spannender Pirsch. 3 Stunden waren wir unterwegs, haben wir oben vom Berg angesessen und konnten jetzt hier diesen starken Oryx-Bullen erlegen. Ich bin natürlich super happy. Ojenga, Hansi Erft hat mir dabei geholfen. Also, ihr müsst unbedingt hier hinkommen. Nächstes Mal im Mai geht's weiter in Namibia. Bis dann, Weidmannsheil von Namibia. Den Abend verbringen wir auf einem Hügel. Der Weg dorthin ist ein echtes Abenteuer. Wenn wir filmen, dann will ich es drauf haben. Wenn wir fallen, was habe ich gesagt? Oh mein Gott, wenn wir fallen, will ich es filmen. So neigt sich der Tag dem Ende. An diesem magischen Ort. Ja, Fritz, du bist ja jetzt Praktikant in Ojenga. Ja, genau. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe mir überlegt, ich wollte unbedingt Afrika sehen. Das war immer so der Kontinent, der mich interessiert hat. Alle gehen so nach Neuseeland oder Australien. Ich wollte Afrika. Dann habe ich mir eigentlich überlegt, wie kannst du das mit was verbinden, was du gerne magst, einer Leidenschaft oder einem Hobby. Und dann kam natürlich die Jagd so als allererstes. Ja. Und Afrika und Jagd ist natürlich immer gleich Namibia. Ja, dann habe ich mich mal so ein bisschen umgehört, wo gibt es vielleicht nette Farmen und so. Und von einem Freund kam ich dann auch recht schnell schon auf Familie Erb und habe die einfach mal ganz formlos angeschrieben. Also auf Empfehlung hast du sie kennengelernt? Ja, genau. Ich habe natürlich auch mal ein bisschen durchgeguckt. Da wart ihr dann, waren die dann auch schon mit dabei. Und die wurden mir so als sehr familiäre Farm oder immer Runde empfohlen, ja. Und einfach mal angeschrieben und dann kam auch schon direkt was zurück und ja, und dann hat das schon geklappt. Ja, dann haben wir was gemeinsam. Bei mir ging das nämlich auch irgendwie so ähnlich. Ja, man hat sich kennengelernt
Und dann hat das irgendwann gefluppt einfach. Und so bin ich dann auch hier nach Namibia gekommen. Ja. Aber du bist auch selber Jäger. Genau, ich bin auch selbst Jäger und konnte bei Hansi schon direkt nach dem dritten Tag meine erste Wasserbockkuh schießen. Ich habe jetzt über deinen ersten Tag auch mitbekommen. Du warst, bist ja im Grunde so direkt in die Jagd da reingepfeffert worden. Du musstest direkt für uns den Kameramann machen. Ja, genau. Hast du ja im Grunde auch schon viel mitbekommen. Ne? Ja, absolut. Ist aber auch wirklich eine ganz andere Art zu jagen. Also es ist wahnsinnig. Erstmal so die diese Weite hier, damit erstmal klar zu kommen. Du sitzt halt nicht irgendwie in deinem, weiß ich nicht, wie viel Hektar Revier und hast links und rechts die Grenze, sondern sitzt da zum Beispiel, als wir zusammen den Gemsbock strecken konnten, sitzt da und kilometerweit überall deins sozusagen bis mittendrin und das ist echt eine fantastische Art zu jagen. Also nach dem Training hier auf der Schießbahn beim Bunsi, da habe ich, da ist 200 Meter ist für mich überhaupt kein Klang. Ja, also mit dem Gefühl bin ich auch so. Dann also man geht einfach mit der Sicherheit rein, 200 Meter auf ein Stück Wild. Ja. Vor allem bei uns, wenn wir da unter, wieder unter, ich sag mal, ja, normalen Bedingungen schießen, ja, dann ist 200 Meter nichts. Das hätte ich vorher eigentlich nicht unbedingt gemacht, wenn es nicht unbedingt hätte sein müssen. Jetzt würde ich, gehe ich mit der hundertprozentigen Sicherheit daran und schieße auf 200 Meter ohne Probleme. Ja. Würde ich jederzeit machen. Auch sogar 300 Meter, ehrlich gesagt. Ja, ja? Okay, ja, 300 Meter, in Deutschland würde mich wahrscheinlich jeder Jäger schief angucken, wenn ich sage, ich schieße jetzt den Bock auf 300 ja, Meter. Aber nach dem Training ist das einfach ja, fast normal, würde ich sagen. Das finde ich auch das Schöne hier an der Jagd eigentlich, dass es so akzeptiert einfach oder so toleriert und weil es auch einfach geht, wenn man sich sicher ist, es klappt. Ja. Und das ist natürlich auch sehr versteift so in Deutschland, so was, oh, auf 200 Meter musstest du da unbedingt noch hinlangen, so. Macht Spaß, macht Laune. Macht Spaß, macht Spaß. Ist auf jeden Fall auch ein Gefühl von Freiheit, was wir hier erleben. Also tagtäglich, ne? Weil einfach Sachen möglich sind, die wir bei uns nicht machen können, weil es einfach zu eng ist, zu eingeschränkt. Ja. Und ich persönlich kann es nur jedem empfehlen, wirklich mal nach Namibia zu kommen, um einfach auch seinen vielleicht jagdlichen Horizont einfach mal zu erweitern. Ja. Das kann keinesfalls schaden. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja, ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir noch eine gute Zeit in Namibia. Vielen Dank, weit mein Teil. Ich hoffe, dass du noch viel erlebst. Natürlich musst du auch ein bisschen arbeiten. Ja, natürlich. Das aber gehört dazu. Ja, ein bisschen Arbeit kommt vor dem Spaß. Ja, richtig, genau. Nochmal weit mein Teil. Prost, weit mein Teil. Thank you.
Weidmannsheil, Odjenga. Das war der erste Teil unseres Namibia-Spezials. In der zweiten Folge erklären wir ausführlich, wie man ein Zielfernrohr auf seine eigene Büchse montiert. Außerdem haben wir Long-Range-Shooting mit neuen Distanzen bis 1640 Meter. Und dann haben wir noch effektives Praxistraining für das jagdliche Schießen und wir zeigen den Einstieg in das Bogenschießen. Natürlich jagen wir auch wieder, und zwar auf Kudu, Warzenschwein und Blässbock. Im Mai 2017 wird Jagd total wieder Namibia sein. Dann mit einem besonderen Programm bestehend aus Jagd, Long-Range-Shooting, jagdlichem Schießen und Bogenschießen. Und wenn du dabei sein möchtest, dann merke dir diesen Termin schon einmal vor. In der nächsten Folge gibt es dann alle Details zu dieser spannenden Jagdabenteuerreise. Ich hoffe, du bist dann dabei. Wir sehen uns im zweiten Teil vom Namibia-Spezial. Danke fürs Zuschauen und Weidmannsheil. Das war Jagd total.